Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sophie Schönwiese und heute möchte ich dir sagen, dass du nie alleine bist, auch wenn es vielleicht so scheint. Du bist nicht alleine. Lass mich dir erklären, wieso. Und zwar erstens einmal bist du immer mit dir zusammen. Du hast dein Sein mit dir, also ich zum Beispiel sitze jetzt auch gerade in Anführungszeichen allein in einem Zimmer. Aber das stimmt nicht, weil ich bin immer mit mir selbst zusammen. Also das heißt, ich habe schon mal mit mich sozusagen, ja. Und ja, wenn man an Gott oder an eine höhere Macht glaubt, dann ist die ja auch immer bei euch. Also wenn man daran glaubt, dann weiß man doch, dass diese höhere Macht immer in dir ist und immer bei dir. Also, wenn du dich mal einsam fühlen solltest, und das verstehe ich, ich habe das auch manchmal, dann rate ich dir, verbinde dich mit deiner inneren Quelle und deinem inneren Wesen, mit dem inneren Kern. Dazu habe ich eh schon eine Meditation gemacht, also da geht es eigentlich ums Loslassen, aber es geht auch um die Verbindung mit der inneren Quelle. Ja. Also wenn du dich mal isoliert fühlst oder einsam, dann verbinde dich einfach mit deiner inneren Kraft und Quelle oder auch mit deinen, wenn du magst, mit dem Gott, oder du kannst auch einfach spüren und dir positive Affirmationen vorsagen. Ja, also wisse einfach, dass du nicht alleine bist. Ein wahrhaftiger, dich liebender Begleiter ist immer an deiner Seite. Das heißt, es kann jetzt ein Schutzengel sein, es kann der Gott sein. Ich weiß ja nicht, wie du das nennst. Oder auch das gesamte Universum. Ich weiß nicht, wie ihr das nennen wollt. Aber das ist ja immer bei dir. Und daran kannst du dich immer erinnern, wenn es dir schlecht geht oder wenn du dich einsam fühlst. Genau, das war es eigentlich auch schon wieder heute. Heute war es nur ein kurzer Podcast. Aber ich wollte euch einfach nur erinnern, dass ihr nie alleine seid. Weil du und ich auch, wir sind beide Menschen. Und man hat immer sich selber ja mit, also sozusagen, man ist immer mit sich selber zusammen. Das heißt, ein Leben lang. Und das heißt, man ist ja nicht alleine, wie gesagt. Ja, ich hoffe, dass es euch gut geht und dass ihr einen schönen Abend noch habt. Tschüss!